Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Mittelalterfreunde, und herzlich willkommen in meinem Dorf, in meiner Siedlung eigentlich noch. Ja, ihr wolltet ein Video, ihr bekommt ein Video, aber vorab, habt bitte Nachsicht, das ist mein allererstes. Ich habe sowas echt noch nie gemacht, ich komme mir auch gerade ein bisschen vor, als würde ich Selbstgespräche führen, aber ist okay. Ich denke mal, alle Anfang ist schwer. Ja, fangen wir einfach mal an. Wir befinden uns hier oberhalb von Gustovia und ja, ich habe mir diese Location ausgesucht. Ich habe vorher hier gesiedelt. Das hatte ich mir eigentlich schon länger angeguckt und fand die Stelle eigentlich auch sehr idyllisch und schön und auch relativ praktisch. Hier vorne ist eine Höhle, also man hatte alles in der Nähe, drei Dörfer direkt und alles ganz schön und gut. Aber irgendwie war es mir doch ein bisschen zu flach und zu langweilig, also dachte ich mir, ich gucke mich mal nach was Neuem um und hatte mich eigentlich auch darauf eingelassen, mich irgendwo hier in der Nähe niederzulassen, also hier vielleicht, oder was mich auch gereizt hatte, war irgendwo hier. Bin dann eigentlich durch Zufall meines Weges hier entlang gegangen, ich glaube sogar, das war hier oder hier, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall an dieser Schnittstelle. Und dachte mir so, ach, wie schön. Ja, und bin gekommen, um zu bleiben. Bin dann umgesiedelt und ja, es ist also doch recht herausfordernd gewesen, weil es ist sehr hügelig. Das habe ich am Anfang auch nicht so gesehen. Klar habe ich gesehen, dass es da und da was wellig und hügelig ist, aber nicht so. Ich bin also wirklich mitten auf dem Berg gelandet. Und also meine, es nennt sich Siedlung, aber ihr werdet gleich sehen, warum ich eigentlich mehr an eine Stadt denke dabei. Meine künftige Stadt, nennen wir es so, besteht aus drei Abschnitten. Sprich, hier unten fängt es eigentlich an. Da ist so gesehen das Armenviertel. Da sind eher so Baracken statt richtigen schönen Steinhäusern. Also ich habe da halt die normalen Holzhäuser gebaut und die mit Lehm verkleidet. Es sieht also alles ein bisschen schmuddelig aus und das werdet ihr aber alles noch sehen. Dann haben wir hier den Mittelbereich, da herrscht Landwirtschaft und Viehzucht. Also in erster Linie herrscht hier eigentlich Viehzucht. Ich baue hier auch noch ein paar andere Sachen hin, das ist aber alles noch im Kommen. Und hier vorne eigentlich mehr die Landwirtschaft. Ich habe hier vorne noch meine Schafe, aber ansonsten habe ich hier eigentlich meine Felder. Auch das werden wir uns noch genauer angucken. Und dann kommen wir ab diesem Punkt eigentlich in die Oberstadt. Da ist dann so die gehobenere... Ja, die gehobenen Bewohner, würde ich mal sagen, ne? Anstatt des Pöbels. Da haben wir halt auch richtig schön verkleidete Steinhäuser, also mit Kalkverkleidung und den Marktplatz natürlich und Schmied und alles, was dazugehört. Ja, und auch das ist aber alles noch nicht fertig. Mit dem Dekorieren bin ich leider auch noch nicht so weit gekommen. Ich habe hier und da schon ein bisschen gemacht und wird aber alles noch, weil es einfach so viel zu tun gibt und man immer wieder woanders weitermacht, auch damit es nicht langweilig wird. Ja, und jetzt fangen wir mal an. Jetzt wollen wir mal unseren Rundgang beginnen. So, wir fangen tatsächlich jetzt ausnahmsweise mal hier oben an, weil eigentlich wollte ich das andersrum machen, aber... das ergibt sich jetzt so, weil der Tag doch so schön ist und ich den halt voll und ganz ausnutzen möchte für diese Begehung. Und ja, das ist natürlich meine Chefhütte, deswegen beginnen wir auch hier. Hier ist mein Söhnele, der Ansgar. Die Mutti, Modliburga, schon in Arbeitskleidung. Das nenne ich Einsatz. Ja, hast du dir gut gehen lassen, ne? Ja, so ein bisschen was zum Üben. Auch hier habe ich noch nicht allzu viel gemacht, weil ich bin erst kürzlich hier hochgezogen. Ich hatte vorher mein Haus da vorne. Da wohnen jetzt noch andere drin, das kommt aber später weg. Weil da was anderes hinkommt, das zeige ich euch gleich. Ja, ansonsten haben wir hier halt auch noch nicht so viel. Das ist halt alles noch gerade ganz neu gebaut worden. Da muss ich halt noch mehr Gestaltung reinbringen. Man ist halt ein bisschen weiter nach oben gewandert, ne? So. Hier haben wir eine kleine Feuerstelle. Aber wieder auf den Hauptweg gehen. Ganz toll finde ich, dass wir jetzt einen Handwerker haben, der uns was repariert, unsere Bauhütte. Ich finde das super. Ich weiß noch nicht, wo der rumhängt, wenn er nichts repariert. Der ist irgendwie nie da. Keine Ahnung, was der so macht. Auf jeden Fall... freut mich das, dass wir uns nicht mehr selber um sowas kümmern müssen. Und ich finde, der ist auch relativ flott. Also meiner ist, glaube ich, auf Level 3 oder 4 beim Handwerkern. Und also das geht ratzfatz. Der hat innerhalb von einem Tag hat der sämtliche Häuser repariert. Finde ich gut. Wenn natürlich auch alle Ressourcen da sind, ne?
Ja, hier habe ich schon mal ein bisschen was gemacht mit Umzäunung und allem und aber das ist wie gesagt alles noch nicht so fertig. Da hinten kommt noch ein schöner Bereich hin, ein Wohnbereich. Na, hier soll jetzt auch bald das Brennholz gelagert werden. Also ich habe auch schon ein bisschen mehr vom innerlichen Auge, was ich hier so noch machen werde. Hier kommt halt also noch so eine Wohnsiedlung hin. Vielleicht kommt noch irgendwo eine Feuerstelle hin. Mal schauen. Weil ich habe echt schon viele Bewohner. Wie viele waren es jetzt? 85. Na, da sind natürlich auch noch viele Kinder von, aber auch die werden mal größer. Wie viele Häuser hatte ich? 65. Kann sich sehen lassen. Und ja, hier ist unser Marktplatz. Es wird natürlich noch alles viel schöner, wenn auch meine Beleuchtung da ist. Aber mit drei Schafen habe ich noch nicht so viel Wolle mit viel Garn. Ja, meine Marktplätze sind auch schon da. Ich finde es ein bisschen doof, dass die Arbeiter da so wahnsinnig schnell in Diplomatie leveln. Also wenn ich überlege, wie lange die Handwerker brauchen oder auch die Landwirte, Jäger und Holzfäller und was weiß ich, ne? Die brauchen ewig, bis sie mal leveln. Also manche brauchen ein Jahr, manche 2 Jahre dann, bis sie weitergelevelt sind. Und bei denen, also innerhalb von einem Jahr, ist ja mal eben ein paar Level nach oben geschossen. Das finde ich schon ein bisschen übertrieben. Ich finde, das sollten sie ein bisschen fixen. Weiß nicht, wie ihr das so seht. Ja, hier ist natürlich noch mein Mittelpunkt und ja, das ist mein ehemaliges Häuschen. Hier bin ich gerade weggezogen. Warum? Ich habe da jetzt vorübergehend andere einziehen lassen, aber dieser Platz wird sowieso weichen, also dieses Haus, weil hier meine Schenke hinkommt. Ich finde es sau doof, dass sie erst so spät jetzt freigeschaltet wird. Also mir hat dieses Drei-Etappensystem besser gefallen. Auch wegen meiner Unterstadt, weil ich eigentlich gerne da auch noch so eine Einstufenkneipe gehabt hätte. So nach dem Motto, so, ja, hier oben ist halt so ein richtiges Gasthaus und da unten so eher so eine Spelunke fürs Pack. So, ne? Aber gut, ist halt nicht. Man soll nicht über vergossene Milch weinen. Ist halt so. Hier ist meine Näherei und ja, hier kann man sich auch noch so ein bisschen austoben. Beim Schießen. Und jetzt kommen wir zu meinem Mittelbereich. Hätten jetzt natürlich auch den Hauptweg gehen können. Sind wir aber nicht, weil ich gerne mit euch diesen Abschnitt so entlang gehen möchte. So. Hier haben wir ja, wie ich schon sagte, mehr mit Viehzucht zu tun. Hier habe ich gerade einen Kuhstall gebaut. Ich habe noch keine Kühe geholt. Muss ich noch machen. Bis vor kurzem waren hier noch meine Schäfchen. Aber ich finde, das ist so groß, das ist eigentlich wie gemacht für die Kühe. Und so mache ich es dann auch. Hier sind meine Hühner. Bisschen Chaos hier. Muss auch mal sein. Muss ja lebendig aussehen. Ja, und ne, der hatte gerade seinen Eimer repariert oder repariert ihn noch. So ein paar Szenen habe ich schon gestaltet, aber ich weiß, ich wiederhole mich. Es ist alles noch nicht fertig. Das finde ich auch irgendwie schön. Also, manche sagen immer, ah, ist so doof, man muss sich so viel ablatschen und es dauert alles so lange. Ja, stellt mal vor, ihr werdet jetzt schon fertig. Dann habt ihr nichts mehr zu tun. Ist doch langweilig. Also, ich finde das super, dass ich mein Leben so gesehen, also mein Razimir-Leben, da dem Aufbau dieses Dorfes spenden kann und wahrscheinlich wird es auch noch mein Sohnemann, der Ansgar, machen und vielleicht auch dann später sein Sohn. Es soll ja auch nicht nach einem Ableben schon fertig sein. Es ist ein Dynastiespiel. Na, vergesst das nicht, liebe Leute. Hier sind meine Schweine, sind anscheinend gerade ein bisschen scheu und kommen nicht raus. Wo seid ihr? Da sind meine drei kleinen Schweinchen. Ich hatte auch schon eine weitere Sau, die habe ich aber noch verkauft. So, hier oben ist, ich fand das so schön. Jetzt wisst ihr auch, was ich meine mit weitläufig, ne? Jetzt gehen wir nämlich hier in meinen Feldbereich, hier oben. Also da habe ich meine Felder. Und ich fand diesen Abschnitt hier einfach so schön. Also ich hatte eigentlich hier mich echt schwer getan, überhaupt noch was hinzubauen, weil es war wirklich so idyllisch. Ist es auch jetzt noch. Guckt euch mal diese Wahnsinnsaussicht an. Ja, da hinten ist Borovo. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Das ist einfach total schön, wie weit man hier schauen kann. Ich lieb's. Ich lieb's. Und ja, ich habe hier halt so ein paar Erntehelfer wohnen. Ne? Die sollen es halt auch nicht immer so weit haben. Gerade jetzt, ich finde es so lästig, dass
das mit dem Arbeitern gerade so doof ist. Ich habe also gerade echt 1,5 Frühlingstage damit verbracht, hier einfach rumzustehen und irgendwie irgendwas zu. Also ich habe jetzt nicht mitgemacht, weil ich will ja, dass die leveln. Einfach nur damit die arbeiten, bin ich hier rumgestanden, rumgelaufen, damit die halt alles hier sehen. Ist halt Frühling, ne? Muss alles gesät werden. Das ist schon lästig. Also ich hoffe, das kriegen sie bald gefixt. Das ist ein ziemlich doofer Bug. Ja, jetzt habt ihr alle nichts mehr zu tun, ist aber okay. Lieber so, als wenn die Felder nur halb gepflügt sind. So, und hier möchte ich eigentlich gerne auch noch eine Umzäunung machen. Das heißt, das werde ich also alles noch erweitern, weil da hinten sind auch schon Wölfe. Ich habe sie gerade alle entfernt, aber die laufen einmal hier, wo ich gerade mit dem Mittelpunkt lang gehe, laufen die immer rum und das ist schon ein bisschen unbehaglich. Das werde ich also alles noch einzäunen. Ja, das war also meine Landwirtschaft. Da vorne habe ich noch Schäfchen, die wollte ich euch ja natürlich auch noch zeigen. Die habe ich also gerade erst frisch hier rüber verfrachtet. Die waren vorher woanders, wo die Kühe halt hinkommen. So. Da unten sind sie, die Schafis. Sind auch nur drei kleine Schäfchen. Ja, haben wir gehört. So, dann wollen wir mal in die Unterstadt. Also das waren jetzt die zwei Etappen, die wir abgelatscht sind. Na, und hier kann man es auch nochmal schön sehen, dass es da hier halt nochmal so hoch geht in die Oberstadt. Hier, das ist der Mittelbereich. Ich bin hier auch natürlich noch nicht fertig. Da wird auch noch weitläufiger gebaut, auch in die andere Richtung. Es soll ja nicht nur hier hingehen. Das zeige ich euch auch erstmal, glaube ich. Gehen wir nochmal nach oben. Tü-lü-lü. Ja, jetzt verlaufe ich mich selber schon. Ich bin halt noch mit nichts richtig fertig. Ah ja, hier ging es lang, genau. Ja, okay, hätte ich auch den Weg entlang gehen können. Ja, hier wird also auch noch gebaut. Hier kommen noch ein paar Häuser hin. Ein paar, weiß ich nicht, Erntehelfer und auf drei werde ich ja auch noch welche einstellen können. Es wird auch noch mehr Tiere ranholen. Ich habe noch keinen Pferdestall, wie ihr seht. Nein, den baue ich aber gerade. Hier kommt er hin. Die Umzäunung läuft also auch noch. Hier kommen meine Gäule hin. Ich kann die Steuerung überhaupt nicht ab. Ich finde die echt so ätzend. Also deswegen, also ich muss ehrlich sagen, ich bin zu Fuß schneller, als wenn ich dieses Vieh benutze, weil ich einfach dauernd so blöd in die Kurven gehe, dass ich absolut hilflos irgendwo im Dickicht lande. Und nee, da bin ich also lieber zu Fuß unterwegs. Warum ich mir trotzdem welche hole? Ich finde einfach schön, welche zu haben. Und ja, ich mache dann halt einen auf Pferdezucht, ne? Das ist ja auch eine schöne Geldquelle. Ja, hier werde ich also auch noch ein bisschen was bauen. Habe auch schon ein bisschen was gebaut. Momentan gehen die leider noch so querbeet über den Berg. Das finde ich halt doof. Gerade jetzt haben sie das wieder rausgenommen, dass sie über die Wege gehen. Sehr, sehr schade. Es war so geordnet. Ich meine, über die selbst angelegten sind die eh nicht gegangen, aber wenigstens über die vorgegebenen. Und auch das machen sie jetzt nicht mehr zwingend. Gehen schon mal querfeldein jetzt. Finde ich eigentlich sehr schade. Auch, dass sie jetzt wieder durchs Wasser latschen. Ich fand es eigentlich sehr schön, dass sie das nicht mehr gemacht haben. Aber ich weiß ja nicht, welche Pappnasen, die sich da wieder beschwert haben. So. Hier kommt also deswegen auch noch ein Steinzaun hin, damit die nicht weiter hier runterlatscht. Das nervt mich nämlich tierisch. Mein innerer Monk tobt. Bitte, bitte, gehen wir mal zurück. Und jetzt geht's hier quasi in die Unterstadt. Also hier vorne wäre dann auch quasi der Eingang in mein Reich, in meine kommende Stadt. Das ist unglaublich, dass ich immer noch eine Siedlung bin. Es fühlt sich echt nicht so an, aber gut. Ich denke mal, das geht nach Einwohnerzahl. Ich kann mir vorstellen, dass sie das jetzt so gehandelt haben. Ab 100 bist du dann ein Dorf und ab, weiß ich nicht, 120 oder 130 dann halt eine Stadt, ne? Denke ich mal. Also Gebäuden. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Bevölkerung aussieht. Ob die das vielleicht eher meinen? Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe da noch nicht so ganz durchgeblickt. Weiß eigentlich jemand von euch, schreibt es mal in die Kommentare bitte, ob es da eine Obergrenze nach oben gibt. Weil, okay, 130 Gebäude ist klar und irgendwie muss ich das natürlich auch rechnen, aber ich
habe das jetzt noch nicht so. Es kommt ja immer darauf an, ob man jetzt ein Haus hat, wo jetzt drei drin wohnen dürfen oder halt nur, oder halt schon vier. Und da würde ich gerne mal wissen, ob es da eine Obergrenze gibt. Ich weiß das nicht, weil hier gibt es ja, ne, ganz klar, ne, eine Obergrenze, aber hier anscheinend vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. So, hier ist also mein Eingang. Keine Angst, wir gehen noch in die Unterstadt. Ich finde es aber einfach so schön. Das ist nämlich eigentlich das, warum ich mit euch hier anfangen wollte, weil ich das so toll finde. Ich aufpassen, dass hier gerade kein Wildschwein rumrennen. Die Viecher sind hier immer. Okay, gerade nicht. Gut. Ja, der geht zur Arbeit. Keine Sorge. Ich finde es einfach schön, wenn man hier so tülü um die Ecke geht. Mein Gott, was für ein Geräusch. Wenn man hier so um die Ecke geht und dann erscheint so langsam immer mehr Eingangsbereich und ja, ich mag das einfach. Also ich fand das sehr schön. So, hier kommt man hin. Ich fände es auch total geil, wenn man hier irgendwie so Fixpunkte setzen könnte. So dahin und dahin vielleicht und dann so Wachen hier hinstellen könnte, ne? So als Ausrüstung vielleicht ein Speer oder so. Ich fände das total geil, so Fixpunkte für Wachmänner. Irgendwie so ein Wachhaus oder so und dann könntest du dann, weiß ich nicht, wie viele einstellen. Kannst das ja auch nach Etappen machen, ne? So fängst mit einem kleinen an, wo du vier einstellst, dann sechs, dann acht oder so. Und dann vielleicht einen, der halt wirklich, den du dir aussuchst, der dann halt wirklich auch Patrouille schiebt durchs Dorf, ne? Das ist ja immer random, wer da gerade die Fackel schiebt. Aber irgendwie immer Männer. Ich habe noch nie gesehen, dass es eine Frau macht. Aber es wäre schön, wenn man sich da so einen festen aussuchen könnte. Aber ich glaube, da bräuchte man auch einen neuen Fähigkeitspunkt, ne? Irgendwie sowas wie Kampf oder so. Fände ich generell eigentlich ganz gut, gerade jetzt, wo es Banditen gibt. So Kampffähigkeit fehlt eigentlich irgendwie. Ah, das Spiel ist mega geil, aber es gibt immer ganz viel Luft nach oben. Ich fände es cool, wenn da auf jeden Fall noch so ein paar Sachen reinkommen, die halt jetzt einfach noch fehlen. Ah, die Liste ist lang, die Liste ist lang. So, jetzt gehen wir aber wirklich in die Unterstadt. Hier kommt jetzt der Barackenbereich, der Pennerbereich. Das Gesocks, das Gesindel. Auch das ist noch nicht fertig, aber hier habe ich eigentlich noch, glaube ich, am meisten an Deko reingesteckt, weil es einfach Spaß gemacht hat, das so zu gestalten. Hier haben wir zum Beispiel so einen alten, stillgelegten Brunnen. Ne, hier überall, werdet ihr sehen, werden Weinflaschen, Metflaschen rumstehen. Hier und da steht schon was rum. Ne, so, der Wasserbottich ist auch nicht ganz voll. Wozu auffüllen, wozu waschen? Ja, und alles ist halt ziemlich einfach gehalten, ne? So von den Sitzmöglichkeiten halt auch. Ich fand das halt so schön mit diesem Fels und dachte, das wäre halt toll, wenn hier so eine Feuerstelle wäre. Und das ergab sich dann halt, ne? Dass ich dann gesagt habe, ja, komm, hast du so einen Barackenbereich. Auch da kommen noch welche hin. Ja, und es wäre halt schade, schön gewesen. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt halt diese Schenke 1 nicht mehr haben. Vielleicht wäre die auch ganz cool hier gewesen. Das wäre dann halt so der Treffpunkt fürs Gesinde gewesen. Aber es ist halt so, wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie die auf die Idee gekommen sind. Wer wacht denn auf und denkt sich, boah, ich hab's. Wir nehmen denen die Schenke weg und setzen erst ganz zum Schluss die dahin. Da haben die keinen Mittelpunkt mehr, keinen Treffpunkt. Das kommt bestimmt gut. Nee. Und ich glaube, das sieht wirklich jeder so, dass das echt eine Scheißidee war. So lieb ich das Spiel gewonnen habe, aber das hättet ihr echt nicht machen dürfen. Das war fies, das tut weh. Ja, und damit sind wir eigentlich auch quasi am Ende. Also das sind halt meine drei Etappen. Es nimmt halt alles noch Gestalt an. Wie gesagt, ich habe ganz viel vor dem innerlichen Auge. Was da noch kommen wird, ein Gänsehaus wird auch noch kommen. Eventuell schaffe ich mir noch ein paar Esel an. Ich mag Esel einfach, ich finde Esel toll. Die sind irgendwie so treu doof. So liebreizend. Und ich muss da immer an IA denken von Winnie Pooh. Der war auch irgendwie so breit, aber nett. Ich weiß nicht. Esel sind irgendwie alle breit, aber nett. Ja. Ja, also ich werde auch wahrscheinlich diesen Marktbereich noch erweitern, über kurz oder lang, weil es kommen noch weitere Sachen. Ich habe bis jetzt zwei Schmieden. Wahrscheinlich werde ich auch irgendwann noch eine zweite Werkstatt brauchen, einen dritten Kochbereich fürs Backen.
Ich finde das auch schön, weil jetzt ist das nicht mehr alles nur so, oh, Überschuss und vergammelt, weil jetzt können wir auch ganz viel in Marktständen verkaufen und es lohnt sich halt irgendwie jetzt. Es gibt viele Sachen, die ich gerne anders gehabt hätte. Es hat mich zum Beispiel wahnsinnig gewurmt, das mit dem Essen vergammeln lassen, dass man das jetzt nicht mehr ausschalten kann. Ich sehe es ein, dass die saure Milch vielleicht da sein muss für Käse. Ich sehe nur nicht ein, warum man die dafür extra vergammeln lassen muss. Man hätte auch eine Funktion irgendwie reinbringen können. Vielleicht direkt im Kuhstall Milch säuern. Keine Ahnung. Weil ich habe die sehr, sehr gerne als Deko benutzt. Die ganzen Essenssachen und das geht jetzt halt nicht mehr. Das finde ich sehr, sehr schade, dass sie einem das so weggenommen haben. Und ja, ich glaube, was gelesen zu haben davon, dass das wahrscheinlich wieder reingebracht wird, aber das ist mir jetzt reichlich wenig, weil nur für diese eine Funktion fange ich das jetzt nicht nochmal von neuem an. Vielleicht irgendwann mal, aber jetzt bringe ich das erstmal zu Ende, was ich hier begonnen habe. Weil ich glaube, so groß habe ich auch noch nicht gebaut. Und vor allem so weitläufig. Es macht mega Spaß. Man gestaltet halt eine Menge. Ich habe gesehen, viele von euch, die haben das auch alles so pillegrale gestaltet. Sieht toll aus, gar keine Frage. Und ich glaube, auch jeder ist da ein bisschen anders. Ich habe mich so ein bisschen an den schottischen Highlands orientieren wollen. So ein bisschen hügelig alles und ja, halt nicht so eben. Ich weiß, wir befinden uns in Polen oder in altslawischen Gebieten, aber ich wollte es trotzdem halt auf die Art gestaltet haben. Ich mag es, wenn es halt nicht alles so gerade ist, sondern eher, die soll den Eindruck machen, so die Leute haben halt da gebaut, wo es gerade ging. Und es ist auch nicht anders möglich auf diesem Berg. Also das muss ich ganz ehrlich auch mal sagen. Ich finde die Idee des Flächenbegradigens gar nicht schlecht. Man soll es nur nicht übertreiben. Also ich fände es jetzt doof, wenn man hier so einen ganzen Berg wegmachen würde, ne? Hier so einen riesen Hügel. Aber hier solche Flächen, die würde ich auch ganz gerne begradigen. Da könnte man vielleicht ein bisschen mehr ausschöpfen. Das wäre schon gar nicht schlecht. Wäre jetzt auch mal so eine Idee. Ja, wie gesagt, Ideen hat man viele. Ich weiß auch nicht, ich bin nicht so da drin, was es heißt, ein Spiel zu machen, was alles für Möglichkeiten da sind, was wie viel Aufwand ist und da will ich auch gar nicht irgendwas behaupten, so von wegen, haben die Scheiße gemacht oder so. Haben die nicht, haben die super gemacht. Aber ich wäre auf jeden Fall toll, wenn vielleicht noch ein paar Sachen eingebracht werden. Ich fände auch Haustiere ganz toll, wie Hund und Katze, also so Hoftiere. Beim Hund könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass man dem so eine Hundehütte baut. Bei einer Katze weiß ich jetzt nicht, vielleicht ein Kissen oder so, was dann ins Haus kommt. Normalerweise hätten die jetzt damals ja im Stall oder so geschlafen, aber das glaube ich, wäre ein bisschen blöd. Aber es wäre ein bisschen lebendiger, wenn auch mal so ein paar Tiere einfach durchs Dorf streifen würden. Ich fand es bei den Schweinen und Schafen halt ein bisschen doof, die sind halt überall querbeet. Sind die im Weg gewesen und all sowas, genauso die Hühner. Okay, da kann ich vielleicht sogar noch mit leben, wenn ein paar Hühner irgendwo rumrennen, aber so größere Tiere, das hat mich doch sehr gestört. Schön, dass sie jetzt eingezäunt werden können und das nicht mehr machen, auch nicht mehr durchglitschen, muss ich auch mal dazu sagen, die glitschen nicht mehr. Aber jetzt ist es so ein bisschen tot, weil tagsüber sind einfach noch alle arbeiten, im Dorf ist nichts los. Auch das wird sich natürlich mal ändern. Ich werde nicht für alle Arbeit haben, auch werden einige Leute arbeitslos irgendwann mal sein. Gerade wenn das alles wächst. Aber trotzdem fände ich schön, wenn mal so eine Katze hier rumstreifen würde oder so ein Hundebellen mal irgendwo zu hören wäre. Es gehört halt auch irgendwie dazu. Es gab Hoftiere auch damals, die waren wichtig. Ein Hund zur Wache und eine Katze war tatsächlich auch wichtig zum Mäuse- und Rattenjagen. Weil keiner wollte irgendwie im Stall verunreinigtes Korn haben oder beziehungsweise im Kornspeicher. Der fehlt ja auch meiner Meinung nach, so ein Kornspeicher, ne? Also so ein Kornspeicher, wo wirklich das Korn automatisch drin landet, weil ich finde das so ätzend, im Lagerhaus ewig nach diesen Körnern zu suchen. Das wäre schon gar nicht so schlecht. Vor allem, da häuft sich auch immer so viel an. Also hier die Samen, ne? Nüsse könnte man sammeln, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt. Das sind so Sachen, die auch eine hohe Nährwertsquelle haben und eigentlich eine schöne Sache für den Herbst wären. Muss ja kein Nussbaum angepflanzt werden, aber so sammeln wie zum Beispiel Pilze sammeln und alles oder Beeren sammeln. So könnte man dann zum Beispiel Nüsse sammeln. Fände ich eigentlich ganz schön. Ja, und damit beenden wir jetzt aber auch wirklich die Runde. Jetzt wird jetzt auch Abend, die Sonne geht langsam unter und ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen und auch ein bisschen inspirieren können. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ich mich angestellt habe für mein erstes Video. Seid nicht zu hart. Ich bin auch nur ein Mensch. Und ja, auch gerne ein paar Vorschläge machen.
was hat euch vielleicht ein bisschen nicht so gefallen? Also was könnte man vielleicht verbessern? Oder also an meinem Dorf meine ich jetzt, was hat euch besonders gut gefallen? Was würdet ihr gerne nochmal sehen? Oder würdet ihr es überhaupt gerne nochmal sehen, wenn es mehr gestaltet ist und mehr Deko hat? Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Feedback und ich hoffe, dass wir noch weiter so eine nette Community bleiben. Ich finde ja, dass wir durch den Release echt schön zusammengewachsen sind. Ja, und wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Bis dann, eure Natzen. Tschüss.